Herzlich willkommen zu Going Medieval. Wir sind hier stehen geblieben, während wir die Außenmauer unserer Stadt hier bauen. Wie wir sehen, hier die hölzerne Palisaden. Noch sieht es nicht so schön aus, wie wenn es fertig ist. Aber ja, damit es fertig ist, müssen wir auf die dreifache Geschwindigkeit setzen. Weil sonst dauert es Ewigkeiten, bis wir das zu Ende gebaut haben. Wir sind zurzeit beim Unterhalten und genießen ihre Freizeit und gleich geht's auch los mit dem Bebauen. Ich habe die meisten Bäume hier zum Abholzen markiert. Und die hier sind neu entstanden, wie es ausschaut. Zudem könnten wir das hier abernten. Das bringt uns Heilmedizin. Ja, damit können wir Medizin haben. So, jetzt sind alle Bäume in unserem Umkreis markiert zum Abfällen. So sieht es aus, wenn sie bebauen. Moment, ich muss es genauer schauen. So, ein, zwei. Zerstören, ein, zwei, zerstören. So muss es sein. Moment. Ein, zwei, ein, zwei, ein, zwei, ein, zwei. So, auch hier ist zerstören. Als nächstes tun wir hier verstärkte Tür hin platzieren. Ebenfalls hier. Wie wir sehen, haben wir jetzt verstärkte Türen dort platziert. Als nächstes tun wir eine Treppe platzieren, damit die Leute hochkommen können. Ist halt die Frage, ob die hier an die Treppe rankommen, weil davor steht ein Zaun. Das werden wir gleich sehen, wenn sie es bewohnt haben. Aber zuerst gehen sie schlafen. Naja, hier könnten wir theoretisch dasselbe machen. Aber hinten mache ich keinen Ausgang am besten. Und die Leute hier entlang gehen. Also 1, 2 und 3 Ausgänge haben wir aus der Stadt raus. Hier könnte ich auch eine bauen, aber dann müssten sie so um die Burg herum und das mache ich jetzt nicht. Lass ich mal so sein. Eins nach dem anderen. Danach, nachdem wir die Holzpalisaden gebaut haben, zumindest diese Holzblöcke, Holzwand, bauen wir den Boden noch hier entlang, so wie der hier geplant ist, die Böden. Und nachdem wir die Böden platziert haben, kommen die Zinnen also heraus. Also bauen wir die Zinnen, meine ich. Das meine ich damit. Bauen wir Zinnen aus Holz dann hier entlang. Es wird wunderschön aussehen, wenn es soweit ist. Schauen wir mal, wie viel Holz wir noch haben. 174, bald müssten sie ernten vom Holz gehen. Das machen wir auch am besten gleich jetzt schon. Anpflanzen, ernten, nee, Pflanzen schneiden, hier. Pflanzen schneiden, bauen. Der hat das in beiden gut. Pflanzen schneiden. Alles ist das nicht hier was. So, so. So passt es. Jetzt brauchen sie die Türen. Oder das Tor, ja gesagt. Wunderschön.
Mittagspause. Na dann, schönes Gebet und schönes Backgammon-Spiel wünsche ich euch, meine Untertanen. Jo, Freizeit bald vorbei. Von wann ist es denn? Von 11 bis 14 Uhr. Ist nicht ein bisschen zu viel des Guten? Ja, okay, egal. Lassen wir es fürs Erste. Wenn wir es vor dir erschöpfen. Wenn es dieses Jahr zumindest bebaut wird, dann wäre es nice. Weil das dauert wahrscheinlich so lange, die ganze Mauer zu bebauen. So wie wir sehen, kümmert sich Catalina um den Abbau der Bäume. Sehr schön. Bald sind die ganzen Bäume aus unserer Stadt raus. Jetzt bauen sie endlich die Treppen. Jetzt bin ich zu sehr gespannt, ob er da hochkommt. Der kommt hoch. Okay. Ganz easy. Ja, Leute, die Stadt wird immer größer. Ich hoffe, die hölzernen Palisaden halten auch was aus. Schon 200 Trefferpunkte haben die hölzernen Palisaden, 500 Trefferpunkte haben die versteckten Türen. Mal schauen, ob ich den schon bewaffnet habe, den letzten, der dazu kam. Das war Catalina, soweit ich weiß. Und ja, die haben wir auch bewaffnet. Gut, ist in Nahkampf 14. Die ist eine gute Nahkampf, deswegen lassen wir Nahkampf drin. Wir haben zwei Fernkämpfer und drei Nahkämpfer. Hier könnte ich eigentlich schon die Böden setzen. Aber wie wir sehen, können sie auch über die Türen durchlaufen, wie wir vorhin gesehen haben. Da einer unserer Bewohner da drüber gespaziert ist und dann drüber gegangen ist. Fallen kann man nicht so gut setzen, wenn wir hier die ganze Mauer entlang verteidigen müssen. Das sind zu viele Fallen, dass wir stellen müssen. Deswegen können wir keine Fallen stellen. Außer wir wissen, wo der Gegner immer angreift, wie zum Beispiel dieses Tor zum Beispiel. Dann können wir Fallen davor stellen, aber wenn sie hier durch die Mauer durchbrechen, wahrscheinlich machen sie durch die Mauer durchbrechen, weil es 100 Trefferpunkte weniger hat. Ja, zum Beispiel, der Herbst brost an, schön zu wissen. Hier hat zum Beispiel Trefferpunkte 200 und das zwei Blockwände sind, hat es 400. Aber hier hat es eine Tür schon 500 Trefferpunkte. Deswegen denke ich, dass die durch die Mauer durchgehen wollen. Also sie wollen die Mauer zerstören, um da durchzukommen, das meine ich. Das wird wahrscheinlich der Fall sein. Deswegen kann ich die Fallen nicht entlang der ganzen Mauer setzen. Das wäre ein bisschen too much des Guten. Ja, das können wir natürlich nicht genehmigen. Weil das dann zu viele Ressourcen verbrauchen würde. Der Brandbaufähigkeit ist nun auf 12. Stufe 12. So, jetzt wird endlich das Tor bebaut. Sehr schön. Oh, wir haben das große Teil schon gebaut. Wir hätten nur noch die Hälfte. Sehr schön.
Nur was mich total nervt, ist hier Freizeit. Wir haben eindeutig zu viel Freizeit. 4 Stunden Freizeit ist zu viel, aber 3 Stunden geht schon noch. Acht Mittelalter Regeln, zumindest in Echtzeit wäre das jetzt, also in jetziger Zeit wäre das ein bisschen anders. Ja, wenn wir hätten sie 8, 6 Stunden Zeit, um ihre freien Aktivitäten anzugehen. Außer sie haben 12 Stunden Vertrag geschrieben, unterschrieben, dann würden sie keine Zeit haben, so wie hier in diesem Spiel. Ja, aber egal. Wie dem auch sei. So, beide Treppen bebaut. Jetzt müssen nur noch die Böden platziert werden. Wohin geht der Kratte? Also ich nenne sie Kratti. Oder Kratte. Catalina. So fällt sie nicht die Bäume zuerst. So, wir haben gar kein Holz mehr. Langsam müssten unsere Bauleute auch um Holz abholzen gehen. Sich bemühen. Ja, Leute, nur eine Frage der Zeit. Die 1 Stunde verkürzte Freizeit scheinen sie nicht wirklich erschöpft zu sein. Obwohl, das sehen wir erst am nächsten Tag, weil diesen Tag hatten sie schon 4 Stunden Freizeit. Jetzt werden wir in den nächsten Tag sehen, ob 3 Stunden auch ausreicht oder ob die Siedler erschöpft werden. Ich schätze, sie werden erschöpft, aber erst gegen 21 Uhr. Und 21 Uhr ist halt ihre Schlafzeit. Das macht nichts aus, wenn sie bei einem Schlafzeit ermüdet werden. Weil die ja so oder so dann schlafen gehen. Und dann sich erholen. Aufwachen. So, jetzt gehen sie frühstücken. Wir haben 3 Hunde, wie es ausschaut. Eine hier und eine hier. Ne, davon ist eine Katze, glaube ich. Ne, ist ein Hund. Wir haben extrem viele Hunde in unserer Siedlung. Frag mich, woher die Hunde dauernd kommen. Vielleicht sind das die Kinder von dem Hund, der gestorben ist. Aber sogar wenn das so wäre, hätte ich die Kinder gar nicht mitbekommen, dass die Kinder gezeugt haben. So, wohin gehen die? Achso, da. Oh Mann. Statt ganz kurz hier was zu fallen, gehen sie am Arsch der Welt, um es zu holen. Die Bäume kommen auch weg. Wo ist Catalina? Hier. Meinetwegen kann sie auch hier bleiben. Die sind verärgert, nur weil ich einen Tag weniger Freizeit mache. Aber die können verärgert bleiben, da passiert eh nichts, denke ich mal.
Bald ist es vollendet. Die Mauer. Zumindest was die Wände angeht. Geht nur noch hier und hier ein bisschen. Ich schätze mal, spätestens am morgigen Tag des Spiels ist es vollendet, die Mauer. Wann geht denn der bitte um Holz zu sammeln? Was für eine weite Strecke er nimmt, anstatt hier die Bäume ganz gut zu fällen. Wenn es die immer so weite Strecken hinlegen müssen, um Holz zu sammeln, dann wundert es mich nicht, dass die Mauer bis zum morgigen Tag nicht bebaut wird. Zumindest nicht zu Ende. Sollen einfach Bäume fällen, die in der Nähe sind. Sehr schön. Es ist wieder Schafenzeit, aber dann, am nächsten Morgen müssen wir das kurze Strecke hier vollendet haben. Dann können wir uns um die Zinnen kümmern. Für alle, die nicht wissen, was eine Zinne ist, das ist das hier. Sozusagen, das hier sind Zinnen. Das hier. Aber aus Holz machen wir das nicht, aus Stein. Ich schaue gerade, wie hoch das ist. 1 Meter hoch vielleicht. Sieht nach 1 Meter aus. Und während die Türen und die Wände 1,25 Meter oder 1,50 Meter, nicht 50, was glaube ich, entweder 2,25 Meter oder 2,50 Meter groß sind wahrscheinlich die Türen und die Wände, denke ich mal. Das sehen wir alle spätestens, wenn sie aufwachen. Da sieht man zum Beispiel, wenn der 2 Meter groß ist, ist das mal 3 Meter groß. Die Wände sind 3 Meter groß, wie es ausschaut. Dann ist es vielleicht 1 Meter. Hier. Diese Zinnen. Ja, auf was ich achte, hey. Unglaublich. Aber besser, man weiß es, als gar nichts zu wissen. Ob es einen Vorteil hat, weiß ich nicht, aber. Intelligenz ist. Also, nicht Intelligenz. Information ist Intelligenz und. Ist nicht so schlecht, wenn wir ein bisschen was davon wissen. Er wird Stück für Stück gebaut. Im schlimmsten Fall dauert es bis morgen an. Aber es müsste. Also es ist sicher, dass es gebaut wird. Außer wir werden angegriffen gleich. Dann gehen sie wahrscheinlich hier durch, die Gegner. Hier oder hier, sonst gibt es ja keinen anderen Ort, um ohne Verluste durchzukommen durch die Mauer. Ich wäre froh, wenn die Mauer zu Ende gebaut wird, wenn die Gegner kommen. Mit Zinne wäre mir noch lieber, aber es geht auch ohne Zinne, Hauptsache hier und hier voll gebaut. Das wäre auch schon mal hilfreich genug. Aber ohne Zinne werde ich keine Einheiten hier drauf stationieren.
Glaube ich zumindest, weil ohne Zinn würden sie voll schnell verwundet werden. Wir würden es nur vorübergehend positionieren auf der Mauer, bis die ersten Gegner angekratzt sind und dann abziehen, sobald ein Fernkampfeinheit kommt, damit wir nicht verletzt werden. Weil wenn wir verletzt werden, dann kann er nicht mehr so schnell abhauen vom Gegner. In die Burg zum Beispiel. Und ja, das muss man halt koordinieren, wenn also einer unserer Bogenschützen verletzt wird und ich sehe, die Mauer ist doch ziemlich heil oder die versteckte Tür hier. Dann kann man ihn ja ein bisschen noch auf der Mauer halten und dann kurz bevor die Wände oder das Tor zerstört wird, dass man ihn dann ein bisschen vorzeitig in die Burg reinschickt, damit er nicht erwischt wird, weil er ja verletzt ist und ein bisschen langsam unterwegs ist. Alles hat seine Taktik, Leute. Und ich glaube, heute werden wir nicht mehr fertig mit der Mauer. Wenn ich jetzt eine Stunde verlängern würde, würden sie es schaffen, aber egal. Geht auch bis morgen. Können wir auch bis morgen warten. So. 25 Gold hat er. Jo, so gut wie zu Ende gebaut. Ich schätze mal, ich baue zuerst die Zinnen und danach den Böden, also danach das Boden. Die Böden, meine ich. Weil wenn wir Zinn haben, dann haben wir zumindest Schutz. Die Böden bringen nur optisch was und dass man halt hier bei dem Tor drüber laufen kann, das bringt es nur. Wir können natürlich auch ganz sparen. Wir bauen einfach nur dort, wo die Tore sind, Böden hin und dann das lassen wir so, wie es ist. Das kann man natürlich auch so machen. Das muss ich mir überlegen. Ich glaube, wir machen das ohne Böden, damit wir ein bisschen an Material sparen. Falls es fertig ist, dann kann man sich ja immer noch umentscheiden, dass die Böden hier entlang der Mauer gebaut werden, also hier. Aber es reicht auch eigentlich aus, wenn wir nur diese hier Böden machen, damit die drüber laufen können. Ja, Leute, dann schauen wir mal, wie schnell die Mauer fertig ist. Mann, der tut es hier belagern, dann läuft er hier rum, also von hier läuft er hier hin und von hier wieder nach da, um das zu bauen. So sinnlos. Aber wie dem auch sei, jetzt sind wir auf jeden Fall so weit, dass wir die Zinn bauen können. Dann zwar hier aus Holz. So. Wir bauen jetzt erstmal hier die Zinnen. Es braucht 10 Holz. So. Ziehen wir mal die Zinnen komplett durch. So. Genau, eins fehlte hier.
So, jetzt setzen wir das mal. Sieht schon übelst nice aus. Ich verstehe nicht, wieso sie oben den Rohstoff hin tun können, aber unten die es bauen können. Also oben können sie Ressourcen hinlegen für den Bau, aber unten müssen sie es bauen. Das macht nicht so viel Sinn. Wunderschön sieht's aus. Wenn wir schon dabei sind, könnten wir theoretisch gesehen auch diese Bühnen liegen. Dealer sind verärgert. Kann sein wegen der zu wenig Pause, aber so ist es halt, wenn man eine Mauer baut. Berliner Mauer. Der Zeit. Spaß. Natürlich nicht. Ist immer noch witzig, wie hier das Lagerfeuer brennen kann, obwohl es im Regen ist oder im Schnee. Viel zu real, unecht halt. Außer man schüttet Spirituose drüber und dann brennt man es an, dann könnte es vielleicht im Regen noch ein bisschen brennen, aber sobald stark Regen kommt, wird es wahrscheinlich, also nicht wahrscheinlich, sogar sicher ausgehen. Ist ja kein Lava, dass es nicht ausgeht. Lava würde nicht ausgehen beim Regen so schnell. Was hat der für eine Klamotte an? Nee. Ah, Gambison. Der hat Gambeson an, soweit ich weiß. So, mal schauen. Gambeson, ja. Was sag ich? Deswegen sieht es so komisch aus. Während alle anderen grün gekleidet sind, hat er rote Kleidung. Also die soll zuerst den Baum fällen. Was wir machen könnten, was mir so einfällt spontan, dann geht es hier nicht aus, sehe ich gerade. Außer wir verbinden es hier, aber was ich mir gedacht habe ist, wir haben ja zwei Mauern hier, also zwei Wände, eine hier und eine hier. Ich habe mir überlegt, dass wir jetzt vielleicht noch eine weitere hier drüben machen. Hier drüben, dass es drei Mauern sind. Und dann hätte es statt 400 Leben, sondern 600 Leben. Und dann würden die Gegner nur durch die Tore versuchen durchzukommen, weil es 500 Leben hat. 500 Trefferpunkte ist den NPCs, also nicht NPCs, sondern der KI lieber als 400 Lebenspunkte. Oh, oder laber ich gerade Müll? Also was ich meine ist, der KI ist es lieber 500 Lebenspunkte zu zerstören, als 600 Trefferpunkte bei der Mauer zu zerstören. Also ich schätze schon, dass es einen logischen Wert hinterherjagt, dass er also die KI am schnellsten durchbrechen kann. Die werden wahrscheinlich nicht versuchen, die Mauern hier durchzubrechen, während wir hier auf den Holzpalisaden sind. Wenn sie natürlich uns versuchen, auf den Holzpalisaden zu töten. Was ich meine ist halt, der KI sucht halt sich immer einen Ort, wo er am leichtesten durchbrechen kann. Und wenn wir die Mauern halt auf drei Reihen machen würden,
natürlich das zur nächsten Folge, vielleicht nicht in der Folge, heißt, dass sie nur noch durch die Tore versuchen durchzukommen. Und wenn das der Fall sein sollte, dann können wir hier an den Toren viele Fallen setzen und der Gegner hätte dann noch weniger Chance, gegen uns anzukommen. Ja, ich hoffe, ich konnte es richtig erklären. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, ich verabschiede mich fürs Erste. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein, bis dann. Tschüss.